Servus Leute und herzlich willkommen zum von euch gewünschten Top 10 Map Ranking für Konsolen Maps im LS22. Wenn es euch bis jetzt auf jeden Fall schon mal gefällt nach dem Intro, könnt ihr auch gerne schon ein Like sowie ein Abo für den Algorithmus da lassen. Das würde uns sehr supporten und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Deshalb fangen wir auch direkt mit unserem Platz 10 der Maps an. Das ist bei uns die Karte Knieskopsheim. Die Knieskopsheim ist eine Karte, welche Höhenunterschiede und auch 4 Seen aufweist. Mit 2 Höfen, einer BGA und 8 standardmäßig verbauten Fabriken ist auch einiges möglich. Außerdem bietet sie euch 53 Felder und 15 Wälder, damit man auch seine Flächen großzügig verteilen kann. Die Map unterstützt außerdem auch Precision Farming, für alle die es mögen und gerne damit spielen. Jedoch ist sie nur auf Platz 10 gelandet, weil sie nicht wirklich detailreich ist und auch die Felder nicht wirklich liebevoll gestaltet sind. Jedoch hat es immer noch für Platz 10 gereicht. Kommen wir nun zu Platz 9. Hier hat bei uns eine Map vom Modder Sieb vom Dutch Landscape ihren Platz gefunden. Es ist die Gelderland. Die Karte, basierend auf einer Provinz namens Gelderland in den Niederlanden, wodurch sie der Realität sehr nahe kommen soll, mit ihren eckigen und somit auch eher helferfreundlichen Feldern, ist optimal für alle, die gerne mit dem Helfer arbeiten. Sie bietet euch 6 Höfe sowie eine Mini-BGA. Außerdem verfügt sie über 81 Felder, wodurch sie durch die große Auswahl für den Multiplayer gemacht ist. Als kleines Extra hat der Modder auch noch ein Custom Color Grading verwendet, wodurch alles nochmal anders aussieht. Dies wird natürlich auch nochmal durch die Custom Texturen verstärkt, die der Modder Sieb für uns verwendet hat. Mit ihrem polnischen Flair der 90er hat es bei uns die Karte Kolonia auf Platz 8 geschafft. Durch ihre neue Farbschattierung wirkt diese noch einmal so viel realistischer und bringt noch mehr die polnischen 90er rüber. Mit mehreren Höfen, einer Biogasanlage sowie 88 schön unförmigen Feldern und 6 Wiesen für alle, die diese lieben, ist auch die Karte optimal für den Multiplayer. Aber eher, wenn ihr auf kleinere Maschinen wie so einen schönen alten polnischen Schlepper steht. Und es nicht immer der 1050 sein muss. Denn hierfür wäre diese Karte auf jeden Fall zu klein. Die nächste Karte in unserem Ranking ist die Oberkirchheim. Die flache bayerische Karte mit 2 Höfen und einer BGA bietet auch alleine sehr viel Spielspaß. Durch die Erweiterung der Karte in der Version 1.2 könnt ihr auch Ackergras anbauen oder Sojadrinks produzieren mit Hilfe der Soja, die ihr anbauen könnt. Die Map bietet ein sehr detailreiches Spielerlebnis durch bayerische Gebäude, viele Bäume an den Höfen und eine sehr schön detailreich gestaltete Stadt. Durch die meist eckigen Felder könnt ihr auch locker die Helfer verwenden. Das sollte auf keinen Fall ein Problem sein. Hier würde ich euch am ehesten Mitteltraktoren empfehlen. Auf Platz 6 haben wir eine sehr multiplayerfreundliche Vierfachkarte und das ist hier die Mühlenkreis Mittelland. Mit mehreren Höfen und Biogasanlagen sowie insgesamt 101 Feldern, 17 Verkaufsstellen und 14 Einkaufsstellen seid ihr euch eher unwahrscheinlich im Weg. Außerdem bietet die Karte euch einen Zug, mit dessen Hilfe ihr auch eure Materialien befördern könnt, aber klaut euch den Zug nicht gegenseitig weg. Jedoch bietet die Karte zur Mehrheit nur eckige Felder und kaum Höhenunterschiede, was natürlich den Helfer wiederum attraktiv macht. Trotzdem kann man die Karte durch die wilde Straßenführung sehr empfehlen, da sie dadurch auch etwas größer wirkt, wie sie trotzdem schon ist durch die Vierfach-Map. Kommen wir nun auch schon zur Hälfte, zu Platz 5. Hier haben wir von Black Sheep Modding die Oldstream Farm aus den 70ern im europäischen Style gerankt. Mit nur einem Hof, einer kleinen BGA, ist die Karte auch eher für kleinere Maschinen geeignet. Jedoch ist sie durch die kurvige Straßenführung schon wieder etwas groß. Oder wirkt zumindest so,
je nachdem wie ihr es seht. Auf Platz 5 ist sie auch durch die detailreiche Gestaltung, durch zum Beispiel die Flüsse und die wie schon genannte Stadt gekommen. Jedoch merkt man Richtung Süden, dass die Lust zum Modden nicht mehr ganz so vorhanden war. Denn dort fehlen die Details etwas. Dafür ist sie im Norden umso detailreicher. Durch ihre großen Felder und die wunderschön gestalteten Höfe sowie der BGA ist bei uns die Mecklenburgische Seenplatte auf Platz 4 gelandet. Sie hat zwar nur 12 Felder und 3 Wiesen, jedoch solltet ihr diese nicht unterschätzen. Da braucht ihr auch nicht mit 3 Meter ankommen. 6 Meter sind hier schon Pflicht, wenn ihr nicht eine Woche oder länger auf dem Feld verbringen wollt. Auch die Feldwege der Karte sind beachtenswert. Mit ihren alten Betonplatten, die aneinander gereiht sind, bringt es den östlichen Flair noch krasser herüber. Als Konsolenspieler würde ich euch auch empfehlen, die Karte mit Freunden zu bespielen. Das geht auch locker zu 16. Denn alleine wird es vielleicht schnell langweilig, auch wenn ihr 6 Meter fahrt. Aber nun kommen wir zu dem von euch erwarteten Top 3 Maps, auf die ihr alle gewartet habt. Für Konsole und PC im LS22. Da hat mit Hilfe ihrer Liebe zum Detail und den kleinen Feldern es bei uns die Karte Rehbach in die Top 3 geschafft. Die Rehbach ist eine fiktive Karte mit einem kleinen Dorf in Mittelhessen, irgendwo zwischen Wetterau und dem Vogelsberg. Auf ihr warten 6 verschiedene Bauernhöfe und viele verschiedene Feldscheuen sowie Verkaufs- und Produktionsstellen. Außerdem haben wir 6 weitere Bauflächen, falls ihr selbst noch etwas dazu bauen wollt. Wenn ihr auf dem PC spielen solltet, ist für euch auch vielleicht noch interessant, dass die Map auch Animal Grazing unterstützt. Das heißt, eure Kühe können das Gras einfach von den Weiden fressen und ihr müsst keines füttern. Aber passt auf mit den Map-Grenzen, die sind leider nicht so ganz ersichtbar. Also fahrt ihr da auf jeden Fall auch gerne mal dagegen, wie man bei uns schon in einigen Streams gemerkt hat. Auch manche Feldwege sind dadurch nicht befahrbar. Auf Platz 2 ist für uns die Map Ostseeküste. Mit ihren großen und weitläufigen Feldern, welche wunderschön geformt sind, bringt sie den Norden genau richtig rüber. Die Karte stammt vom Modder Tracker LS und spiegelt den Ostholstein wider. Dort ist die Landschaft von hügeligen Knicklandschaften geprägt. Alle Größen der Landwirtschaft sind dort vertreten, von ganz klein bis ganz groß ist alles möglich. Das bietet euch natürlich auch die Möglichkeit, klein anzufangen und zum Schluss mit euren geliebten 1050 herumzufahren. Natürlich könnt ihr auch direkt mit großen Maschinen anfangen, da spricht auch nichts dagegen, denn auch hierfür gibt es ausreichend Felder. Extra vom Modder verbaut wurden auch eigene Gebäude, Texturen, KI-Kennzeichen sowie mehr Bodenwinkel, realistische Stoppelzerstörung, viele animierte Objekte, saisonelle Map-Objekte und auch Gräben und Wasserlöcher, welche sich bei Regen füllen. Somit ist die Map auch für alle, die Realismus lieben, geeignet. Kommen wir nun aber dazu, worauf ihr alle gewartet habt, wenn ihr natürlich nicht gespult habt. Die beste Map für Konsole und PC, die es aktuell im LS22 gibt. Und das ist für uns zu 100% die Galgenberg vom Modder Yogi. Die Galgenberg ist ein Originalnachbau vom Ort Kirchen, welcher ein Teilort der großen Kreisstadt Egen-Donau am Rande der Schwäbischen Alb ist. Das heißt, in der Karte steckt sehr viel Liebe zum Detail und auch viel Zeit vom Modder. Dadurch könnt ihr auch einiges auf der Karte erleben. Mithilfe der 7 bespielbaren Höfen, 100 Felder, Wiesen und Forstgebieten und diversen Produktionen und einer kleinen BGA könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne euren eigenen Obst- und Gemüsehof aufmachen. Mithilfe der Apfelplantagen und den Strebergärten ist das kein Problem. Aber wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr natürlich auch noch nebenbei einen Milchviehbetrieb oder einen Forstbetrieb aufbauen. Und wenn ihr dazu noch Freunde von Precision Farming seid, dann könnt ihr dies natürlich auch noch mit benutzen, was das ganze Spielerlebnis natürlich nochmal etwas realistischer macht. Insgesamt ist die Karte wunderschön. Durch Passanten, welche auf den Straßen laufen oder auf der Straße parkende Autos und auch dem realistischen Nachbau, ist es unserer Meinung nach
die aktuell beste Karte im LS22, welche auch für die Konsole verfügbar ist. Deshalb ladet sie euch auf jeden Fall runter, womit wir nun aber auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen sind. Vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazulassen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, und verwendet auch gerne bei Giants unseren Partnercode Sheba, mit dem ihr uns super geil unterstützen würdet. Zum Beispiel, wenn ihr euch das neue, am 13. Juni erscheinende DLC Hay and Forage holen oder auch vorbestellen wollt. Alle Infos zu dem neuen DLC findet ihr in der Videobeschreibung oder auch bald auf unserem Instagram-Channel. Ciao, Leute! Don't you think we're done?